Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung von Insta360 entstanden. Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple. In diesem Video schauen wir uns ein Produkt an, was ihr zusammen mit eurem iPhone verwenden könnt, um noch vielseitigere Aufnahmen zu bekommen, beispielsweise beim Klettern, beim Skifahren, aber auch im Urlaub. Was die Insta360 One RS ausmacht, ist, wie vielseitig sie ist, da sie modular aufgebaut ist. Das sieht man auch schon, wenn man das Ganze hier auspackt. Wir haben einmal hier in der Mitte Objektiv, hier unten haben wir den Akku und hier oben haben wir sowohl ein Objektiv als auch die Kamera selber mit Prozessor, mit Speicherkarte. Alles in allem sind es aber getrennte Teile, die man einfach zusammensetzen bzw. austauschen kann. Und dadurch ist dieses Produkt wirklich sehr, sehr vielseitig einzusetzen. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Der Vorgänger war die Insta360 One R und das hier ist jetzt die Nachfolgeversion. Und hier sehen wir auch schon nämlich einen Unterschied, und zwar das neue Objektiv. Das ist ein 4K Boost Objektiv, was einem die Möglichkeit bietet, beispielsweise mit 4K und 60 FPS aufzuzeichnen. Das sorgt für A, bessere Bildqualität und natürlich Performance bei zum Beispiel schlechten Lichtverhältnissen. Und ihr seht hier schon dieses Modulare, wo man beispielsweise die Kameras so zusammensetzen kann, wie man möchte, in welche Richtung man möchte, ob man jetzt den Bildschirm quasi hier auf der Rückseite vorne haben will, weil man Selfie-Modus unterwegs ist, oder beispielsweise, wenn man nach vorne filmt oder die Kamera irgendwo festmacht, wo man hinten drauf sehen möchte, was gerade passiert. Wenn man sich dann für ein Setup entschieden hat, dann kann man den Akku entsprechend hinzufügen. Da sehen wir hier unten einmal diese Einrastmöglichkeiten. Indem wir den hier einfach aufsetzen auf der Unterseite, zack, und festdrücken, sitzt jetzt auch der Akku mit dran und jetzt sind wir im Prinzip startklar mit der Insta360 One RS aufzuzeichnen. Natürlich nicht ohne Micro SD-Karte, die sitzt auch hier drinne. Und ihr seht, da haben wir USB-C, um beispielsweise aufzuladen oder Daten zu übertragen. Wobei die Datenübertragung über Wi-Fi beispielsweise auch sehr viel schneller geworden ist mit dieser neuen Version. So, SD-Karte ist drinne. Und dann haben wir wirklich nur zwei Buttons hier an der Seite. Den einen, um die Insta anzumachen, und den zweiten, um den Auslöser quasi zu drücken. Man kann mit diesem 4K Boost Objektiv auch 48 Megapixel Fotos machen. Und es gibt zwei neue Modi. Einmal der 6K Breitbild. Das ist wirklich etwas Episches, ein bisschen Hollywood-Style, sehr, sehr breites Bild. Das heißt, man kann hier sehr viel Informationen in der Breite erzählen und zeigen, wenn man beispielsweise an einem großen Platz ist. Ich habe das hier in Berlin ausprobiert, zum Beispiel an der Siegessäule oder am Potsdamer Platz. Einfach an Orten, wo wirklich viel zu entdecken ist, wo man wirklich in der Breite sehr viel zeigen kann. Die zweite Funktion, die wirklich krass ist beim Testen, ist mir sofort aufgefallen. Und zwar nennt sich das Active HDR. Das heißt, ihr könnt es einsetzen, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, durch den Wald und es ist viel Sonne, viel Schatten da, viel Gegenlicht beispielsweise. Dann kommt Active HDR ins Spiel. Das ist nicht Standard HDR, wie wir es beispielsweise bei Fotos kennen, sondern Active HDR bezieht sich hier auf Video und sorgt dafür, dass ein voller Dynamikbereich da ist, den es bisher in keiner anderen Actionkamera gibt. Ihr seht das beispielsweise hier, wenn ich im Auto unterwegs bin, dass innen und außen wirklich komplett gleichmäßig belichtet ist. Wenn wir jetzt so eine Funktion wie Active HDR aktivieren wollen, gehen wir einfach ins Menü rein und wählen dann hier beispielsweise Active HDR aus, einmal drauf getippt und drücken oben drauf und schon geht es los. Was mir auch sofort aufgefallen ist, ist die Verbesserung von der Aufnahmefunktionalität. Und zwar gibt es zwei verschiedene Stati, die ihr nutzen könnt, wenn ihr beispielsweise ein Video aufzeichnet. Und zwar seht ihr es hier im Menü, beispielsweise oben steht Flow State. Das heißt, ihr müsst euch um nichts mehr nachträglich in der Software kümmern, wo ihr irgendwie noch was einstellen müsst oder die Stabilisierung nochmal aktivieren müsst, sondern es kommt danach eine MP4-Datei raus, die ihr sofort nutzen könnt für Videoschnitt oder für Social Media beispielsweise. Und das findet einfach in diesem kleinen Teil statt, wo der Prozessor drin ist, der auch nochmal verbessert wurde, um quasi diese Stabilisierung auch direkt on-device durchzuführen. Zudem sind hier jetzt auch drei Mikrofone verbaut, um noch besseres Audio zu bekommen. Was der Prozessor aber auch noch hinbekommt, ist beispielsweise, während ihr etwas aufnehmt, in diese Aufnahme rein zu zoomen. Das habe ich hier beispielsweise an der Siegessäule ausprobiert. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sonst immer das Problem gehabt, okay, welche Kamera nehme ich mit? Nehme ich jetzt eine 360-Grad-Kamera mit oder habe ich eine vernünftige Action-Cam, um beispielsweise im Urlaub was aufzunehmen, oder wenn ich dann mal Ski fahre, passiert jetzt auch nicht allzu oft. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist und das iPhone nicht halten will, weil es einfach viel zu groß ist, dann ist so eine Kamera hier perfekt, weil wir können jetzt einfach wechseln. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach das 4K Boost Objektiv ab und schnappen uns hier das 360-Grad Objektiv. Sehen wir auch hier auf beiden Seiten die Kamera logischerweise, dass wir 360 Grad abbilden können.
Jetzt machen wir hier unseren Akku wieder drauf. Einmal einhaken und randrücken. Und schon sind wir ready für 360-Grad-Aufnahmen. Die 360-Grad-Kamera nimmt mit 5,7K auf und ist im Prinzip die Sorglos-Funktion, wenn man aufnehmen will und später entscheiden möchte, in welche Richtung man sozusagen den Fokus lenkt. Ich verbinde jetzt einfach mal die Kamera ganz schnell und dann können wir uns mal anschauen, wie wir diese 360-Grad-Dateien bearbeiten können. Bei diesen 360-Grad-Aufnahmen, finde ich, bringt einfach Spaß, daraus irgendwie coole Videos zu machen, weil man fährt einfach irgendwo durch die Gegend, nimmt was auf, macht sich keinen großen Kopf drum und dann kann man hier in die App einfach reingehen und hat dann wirklich sehr, sehr coole voreingestellte Funktionen, wie zum Beispiel Scene Labs, können wir mal auswählen. Da wird einem einmal kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Dann wählt man einfach zwei Clips aus. Ich habe hier mal zwei aufgenommen. Zack, bestätigt die einmal. Jetzt werden diese Aufnahmen einmal analysiert und es wird ein automatischer Clip in der Art und Weise, wie wir es eben gesehen haben, hergestellt aus diesen Aufnahmen. Und das habe ich logischerweise hier mit dem Selfie-Stick aufgenommen, weil ihr habt hier auch noch ein bisschen was dabei, ein bisschen Zubehör. Zum Beispiel, wenn ihr tauchen geht, könnt ihr das Ganze hier in diesem Cage festmachen. Das lässt sich ganz einfach hier mit so einem Klickmechanismus öffnen. Schiebt ihr die Kamera rein, macht zu, könnt ihr jetzt damit bis zu 5 Meter tief tauchen. Und gleichzeitig habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das hier auf den Selfie-Stick drauf zu machen. Klar, mit dem Selfie-Stick sieht man halt immer ein bisschen aus wie der Horst, aber wenn man nachher solche Aufnahmen hat, wenn man beispielsweise in eine andere Stadt fliegt oder fährt oder eine kleine Wanderung macht, dann hat man danach einfach ein schönes Video, was zusammengestellt wird durch beispielsweise ShotLab, aber man kann natürlich auch selber das Ganze noch aufnehmen mit einer neuen Funktion, die sich hier oben auch verbirgt. Das seht ihr hier, oben ist Snap, da könnt ihr quasi drauf tippen. Dann wird aufgenommen und jetzt wird das aufgenommen, was ich hier gerade sozusagen mache, als Clip. Dann stoppe ich, dann habe ich diesen Clip hier aufgenommen und kann quasi jetzt den nächsten Snap machen und daraus ergibt sich dann das finale Video. Das bringt einfach mega viel Spaß, zusammen mit dem iPhone so kleine Clips unterwegs zu machen, die ohne großen Aufwand entstehen. Da muss man nicht mit dem iPhone so irgendwie durch die Gegend laufen. Man hält einfach das Teil hoch, lässt es ein bisschen laufen, hat ein paar Minuten zusammen und kann dann daraus einen kleinen, sweeten Clip machen, den man beispielsweise auf Instagram oder so teilt. Mir persönlich hat extrem gut gefallen, dieses modulare System, Dinge zusammenzusetzen, auseinanderzunehmen, ein anderes Objektiv zu nehmen. Ich glaube tatsächlich, beim iPhone hätte ich da auch mega Bock drauf, wenn es mal ein modulares iPhone geben würde, wo man einfach nach und nach sein Setup sozusagen erweitern kann und in verschiedener Art und Weise nutzen kann. Auch wenn der Akku beispielsweise mal kaputt geht oder nicht mehr so stark ist, dass man einfach nur den Akku nachkaufen kann. Und vom Akku bin ich auch positiv überrascht. Ich kenne es von anderen Actioncams, die extrem schnell sind. Hier sind nochmal 20% mehr als beim Vorgänger drin. Und das merkt man auf jeden Fall, dass man mehr im Laufe des Tages davon hat, als bei anderen Actioncams, wo man zwischendurch immer wieder nachladen muss. Wer also viel in der Natur unterwegs ist, wer Sport macht, wer aktiv ist, wer das auch ein bisschen mit aufzeichnen möchte, wer kleine Videos dazu machen möchte und verschiedene Varianten haben möchte, neben dem iPhone beispielsweise, für den ist auf jeden Fall diese Kamera das Richtige. Das hier ist die Twin Edition, die gibt es wie gesagt auch nur erstmal mit dem 4K-Objektiv. Da geht es bei 319,99 € los. Für mich persönlich die Funktion, die einen Unterschied macht bei dieser Kamera, ist Active HDR. Das heißt, wenn viel Sonne da ist, schönes Wetter ist, dann ist natürlich auch viel Schatten da und dann kann dieses Feature wirklich glänzen und man hat wunderschöne Aufnahmen, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo die Sonne einem entgegenscheint, wo Schatten ist, weil da ein Haus steht und so weiter. Und trotzdem kriegt man eine sehr stabilisierte, schöne Aufnahme. Ich glaube, für alle, die wandern, die Skifahren, die viel in Bewegung sind, die Sport machen und die einfach Spaß haben, kleine Videos zu erstellen von ihren Erlebnissen, die sie vielleicht am Wochenende oder im Urlaub beispielsweise haben, ist diese Kamera auf jeden Fall genau das Richtige, weil man einfach viele verschiedene Möglichkeiten hat, diese einzusetzen. Und ich persönlich finde, es bringt einfach Spaß, kleine Videos da zusammenzustellen, nicht ein großes Projekt zu machen, sondern einfach am Wochenende auf dem Motorrad das Ding mal hinten drauf machen, mitlaufen lassen und abends ein schönes kleines Video zusammenstellen, was man dann an Freunde, Bekannte schicken kann oder im Internet hochladen kann. Für alle, die das interessant ist, packe ich den Link unten in die Beschreibung. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.